Juri Semke besitzt ein Haus mit Garten, ganze 350 Quadratmeter mit einer Wiese und vielen Blumen. Und die brauchen jeden Sommer ordentlich Wasser. In diesem Fall teures Trinkwasser. Eine Kostenfrage. Eine Möglichkeit wäre ein unterirdischer Tank, der kostenloses Regenwasser sammelt. Doch den hätte Juri Semke aufwendig eingraben müssen und dazu seine Wiese aufbuddeln. Das wollte er nicht. Da kam eines Tages sein Freund Manuel Görke vorbei. Der Tiefbauer hatte eine verblüffend einfache Lösung. Ich wollte mir einen Regenwassertank einbauen lassen hier auf dem Grundstück. Brauchst du gar nicht, du hast doch schon einen. Wo? Na, guck doch mal unter deinen Sitz. Manuel Görke meint den Regenwasserschacht. Den besitzen viele Häuser. Durch diesen Schacht fließt das auf dem Grundstück anfallende Regenwasser zur Kanalisation. Nun soll der zu einem unterirdischen Wasserspeicher werden. Dazu erfand der Tiefbauer Manuel Görke einen entsprechenden Einbausatz, den er sich patentieren ließ. Also ein Fachmann brauchen Sie hierzu nicht zu sein. Binnen weniger Minuten kann es jedermann selbst in seinen eigenen Schacht einbauen. In unserem Fall macht es der Erfinder selbst. Zunächst schiebt er eine Gummidichtung in das Ablaufrohr. Dann kommt das Wichtigste, der Stöpsel. Der besteht aus zwei Teilen. Sie werden beweglich miteinander verbunden. Diesen Stöpsel setzt er in das Ablaufrohr, um es zu blockieren. Nun kann sich das Regenwasser im Schacht sammeln. Damit der aber nicht überläuft, knüpft er an den Hebel des Stöpsels ein Seil. An das Seil hängt er einen Ballon. Dieser Ballon funktioniert wie ein Schwimmer und regelt die Wassermenge im Schacht. Der Schacht füllt sich mit Regenwasser, da der Stöpsel im Ablauf geschlossen ist. Der Ballon steigt mit der Wasseroberfläche nach oben. Bei einer bestimmten Höhe, nämlich entsprechend der Seillänge, öffnet der Ballon den Stöpsel. Und während überschüssiges Regenwasser abfließt, sinkt der Ballon und der Stöpsel schließt sich wieder. Auf diese Weise wird im Schacht eine gleichbleibende Wassermenge gespeichert, ohne dass er überläuft. Und diese Wassermenge ist enorm, weiß der Tiefbauer Manuel Görke. Also in diesen Schacht jetzt passen 2000 Liter und wir können eine Regenpause von ca. 3 Wochen damit überbrücken. Das dürfte seinen Freund Juri Semke freuen. Doch die Freude ist noch etwas verhalten. Okay, ein Problem habe ich noch. Ich muss immer den schweren Deckel runterheben, Tauchpumpe rein. Hast du da nicht eine andere Lösung für? Dafür habe ich eine Lösung. Manuel Görke entwickelte einen neuen Schachtdeckel mit einer Entnahmestation. Daran hängt eine Tauchpumpe, die dauerhaft versenkt wird. Mit einem Schlüssel zieht Juri Semke die Entnahmestation aus dem Deckel. Daran schließt er einen Gartenschlauch und Strom für die Tauchpumpe an. Ab sofort fließt kostenloses Regenwasser aus dem Schacht. Nach dem Gießen kappt er wieder Stromzufuhr und Wasserschlauch und versenkt die Entnahmestation. Juri Semke kann dank der Erfindung seines Freundes so Trinkwasser und damit auch richtig Geld sparen.